Hallo, willkommen zur nächsten Runde. Ganz kurz hier vorne. Bei Runde 215 müssen wir gewonnen haben. Also, wir haben noch eigentlich relativ gut Zeit, ne? Halbzeit ist zwar schon vorbei, aber wir müssen ja auch nur noch ein Stückchen gehen. Ich glaube, Dredd hat schon deutschen Boden fast berührt. Im Discord, das war ganz interessant eben, so ein paar Kommentare der Deutschen, die scheinen eigentlich stolz zu sein auf ihre Leistung, was die Heeresgruppe Süd da vorne macht. Die hält ihre Front, die spielt, als ob 42 wäre, alles ist super. Ich muss in der Parallelwelt hier leben, habe ich den Eindruck. Also, wenn alle Spieler glücklich sind, also auch die ne, Gegner gegenüberstehen, gleichzeitig glücklich sind, da ist ja irgendwas verkehrt gelaufen, oder? Also, ich bin auch froh, dass die ihre Panzerarmee hier unten stehen haben und nicht da vorne, wo Dredd gerade das Spiel gewinnt und die Verteidigungslinie am Fluss überläuft. Aber die sind darüber sehr froh, wohl, wie ich Wehrmacht richtig verstehe im Discord. Also von daher ist ja schön, wenn alle glücklich sind. Ich freue mich ja. Das will man ja haben, dass alle glücklich sind. Aber so ganz begriffen habe ich es nicht, die Freude. So, jetzt gucken wir mal. Ja, da hat es diese Woche ein bisschen weniger gescheppert. Soweit, so gut. Kämpfe. Ja, Dredd ist jetzt hier durchgebrochen. Ist das schon deutscher Boden hier vorne? Also damals deutscher Boden. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also jetzt auf jeden Fall durchgebrochen hier vorne, weil da eben auch keine Verteidiger standen. Ne? Die haben die einfach dahin gerusht. Die waren nicht wirklich richtig eingegraben. Was mich jetzt zurückbringt zu der Idee, dass es sinnvoll wäre, da Panzer zu haben. Ne? Dredd hat auf jeden Fall jetzt einen Brückenkorb. Sie haben auch Panzer dahin gebracht, sie haben Infanterie dahin gebracht. Aber es ist natürlich sehr viel teurer, die alle dahin zu rushen. Dann sind die erschöpft und alles. Und vor allem im Winter. Als wenn man da schon zwei Truppen stehen gehabt hätte, die jetzt eine Dreier-Vierer-Festung irgendwas hätten. Ne? Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied, wenn man das so macht. Also vielleicht kommt Dredd da wirklich nicht durch. Aber die Truppen fehlen natürlich wieder woanders. Und das sieht da oben auch nicht unbedingt nach Nachschub aus. So. Also hier steht, dass das East Prussia wäre. Germany, also wir haben deutschen Boden offiziell betreten. Ja, von daher, oder? Also so lese ich das. Das ist irgendwie Deutschland da oben. Ich kenne mich nicht so gut geografisch da aus. Ich weiß nicht, ob das sogar Ereignisse auslösen kann, solche Geschichten, ja? Dass sie dann paniken im Deutschen Reich oder so. In jedem Fall hat Dredd da ganz ordentliche Arbeit geleistet. So, ansonsten, da gab es einen Gegenangriff mit 15 Panzern. Die übertreiben nicht von der Menge. Und Dredd hat zurückgeknüppelt. Und die Verluste bei Dredd wären inzwischen sehr gering im Vergleich zum Gegner. Ne? Also, man sieht das ja auch. Die sind ja teilweise gar nicht mehr, also ist teilweise, also es ist ja nicht eingegraben. Ne? Der hatte eine Dreierfestung. Das war mal eine Ausnahme und trotzdem hohe Verluste, weil es halt ne, 50.000 Mann gegen 12.000 ist. Und der hier, 33.000 Mann, wurden einfach ohne Festung quasi weggeschoben. Ja, also da ist Dredd auch wieder durch. Hier gab es wieder einen Gegenangriff. Okay. Mit 466 Panzern. Die haben 48 davon verloren. Also sie sind wirklich mit Panzerdivisionen, haben die da angegriffen, hat nicht geklappt und dann wohl hier zurückgefahren. Also maximale Bewegung. Kurze dumme Frage, was wäre denn passiert, wenn es geklappt hätte? Sie hätten noch in den Bewegungspunkten da nicht reinfahren können. Also jetzt, wenn es ein Erfolg gewesen wäre, dann wäre ja eigentlich gar nichts passiert, oder? Ich sehe den zweiten Panzervorstoß nicht. Also, oder? Na gut, ist auch egal. Dredd prügelt weiter, da hat es mal nicht geklappt. Hier gibt es auch gleiche Panzerschlachten. Da scheppert es ein bisschen. Ja, aber Dredd hier zwei Hexfelder hat er sich durchgeprügelt. Also überall großes Massaker. Und Dredd hat eine riesen Panzerhoheit und die sind immer noch alle auf der Flucht und alles. Also, er meint zu mir auch, er versteht die deutsche Strategie überhaupt nicht. Er begreift ja nicht, was die machen. Also jetzt habe ich für hier durch. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da so Lücken klaffen, dass er vielleicht mechanisierte oder einfach Truppen kurz motorisiert. Wir haben ja unendlich viele Trucks, sondern einfach mal kurz durchzieht und dann alles einsackt. Ne? Er kann ja jederzeit irgend so einen Infanteristen motorisieren und dann fährt er halt wirklich hier die halbe Fläche durch und dann wird das komplett Heeresgruppe Nord eingesackt und dann sind wir danach 3 Wochen später in Berlin. Vielleicht ein bisschen länger, aber diesen Dreh. Also das sieht auf jeden Fall hier sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. So, hier haben sie sich weiter zurückgezogen. Das habe ich ja schon angekündigt, dass sie das machen. Da musste man ja nicht kämpfen. Was im Winter natürlich bedeutet, dass die ein bisschen frieren, ne? Weil man nur im Zweierbunker nicht friert. Das heißt, wir gehen ihm jetzt gleich hinterher. Mit der Kavallerie aber dann wahrscheinlich. Ja, hier sieht man auch schon eigentlich, ne? Man sieht ja, wenn sie sich zurückziehen, wo die neue Verteidigungslinie ist. Also die Heeresgruppe Süd, die im Süden alles hält, sich gefreut hat, hat jetzt erstmal Boden aufgegeben. Ist kein Problem. Nehme ich mir gerne umsonst den Boden. Machen wir. Aber also das Einzige, was da relevant ist, ist halt, dass ich ne, immer auf Tuchfühlung bleibe, damit die nicht beim Dredd auftauchen, die Truppen. So simpel ist das. Und das machen wir dann jetzt auch weiter. GS immer anmachen. Ja, let's go.
Depots gecaptured. Das bedeutet auch, dass sie APs dafür ausgegeben haben. Ich glaube allerdings, dass die Deutschen APs haben. Also ich könnte mir zumindest nicht vorstellen, wofür die das Zeug sonst brauchen. So, ja, hier mal vielleicht mal wirklich ein bisschen Nachschub und alles fassen. Die können ja später hinterher marschieren. Also, die können jetzt langsam hier rein. Ach, das ist eine Brigade, deswegen erobert die nichts. Ne? Ganz vergessen. Uns keine Kavallerie mehr da, ne? Da muss ich doch mal einen Infanteristen da reinschicken. Aber dann schicken wir die Kleinen da rein. Also die Großen werden ja auch nicht schneller. Let's go. Es geht im Winter nicht ganz so schnell. Ja, ein paar mehr Kavalleristen wären hier gut. Ist aber nicht im Angebot. Nur Divisionen lassen wir das machen. Kein Risiko eingehen. Vor allem auch keiner schöpfen. Ne? Das muss auch nicht sein. Boah, 1000 Depots. 1000 Depots. Ja, also Massenrückzug. Stadt befreit. Nice. Depots geholt. In jedes Hexfeld ist ein Depot. Und weiter geht's. Hier steht auch immer, dass die Depots nicht auf der Schiene haben. Das irritiert mich jedes Mal. Okay. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir die Truppen hinterherziehen. Hier ist der große Blob, den lasse ich da halt ein bisschen ausruhen und Nachschub fassen. Gut, dass wir den einfachsten Weg gehen. Auch hier muss nicht jeder hinterher. Da ist mal ein Kavallerist, obwohl der ein bisschen größer ist. Da schon ein Deutscher. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und mit 5 Defense ist, glaube ich, fast safe. Schiene sichern. Genau, den Rest lassen wir stehen. Ja, diese graue Masse reingehen würde die mehr erschöpfen als normalen Hexfeld bewegen. Und im Winter ist das sowieso unangenehm. Also, wenn man die bewegt, ist auch mit den Admin eine andere Geschichte. Also, wir wollen jetzt den Nachschub bekommen. Dann können wir hier jetzt gleich nochmal die Schiene hinterher ziehen. Hier vorne sehe ich gerade, gibt es Bedarf. Wir müssen die leider einen Schritt beiseite gehen, damit ich die dazu packen kann. Genau, jetzt zieht die dann langsam neu, die Schiene. Ich weiß gar nicht, wo die anderen beiden sind. Weiter rechts, glaube ich, ne? Genau. Den Schienenbauer müssen wir natürlich decken, von da müssen wir dann nochmal einen Trupp nach vorne bringen bei sowas. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir das decken. Die wollte ich gar nicht steuern. Er muss auch zur Ausschlachtung, hätte ich fast gesagt. Und wo war der andere? Da hinten, okay. Genau, und dann ziehen wir hier vorne die Schiene. Hier gibt es genug zu reparieren. Machen wir das von Norden. Okay. Ja, dann macht man das jetzt richtig, ne? Drei Schienen ziehen wir jetzt einfach da durch. Langsam erobern und dann geht's weiter. Ist nice von den Deutschen auch, sieht, wenn man weiß, wo der Schienen baut. Okay, so. Jetzt erstmal die Rückzugsgeschichten hier machen. Das wird auch so ein Bild von haben, wie viele Punkte wir immer über haben noch an der Front. In dem Zustand kann man die noch auflösen, okay. Dann geh mal da dich erholen.
weiß nicht, ob der einen Refit braucht. Bleib mal auf Depleted. Lieber eine Reserve erholen. Habe ich jetzt alle aussortiert, die erschöpft waren? Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Da muss ich, glaube ich, nochmal einen Trupp durchschicken durch das Gelände. AP ist wieder ein bisschen knapp bemessen. Ich denke mal, gleich werden auch diese Hexwalder werden automatisch transferiert hier vorne. Ne? Ich weiß nicht, wie das mit dieser Nähe automatisch ist, wenn die dazwischen sind. Aber die auf jeden Fall. Da muss ich, glaube ich, nicht extra reinlaufen. Jo. Ja, hier ist auf jeden Fall noch immer noch eine Nachschubsfrage. Ne? Das ist... Das wird nächste Runde voll gemacht, das Depot. Also grundsätzlich gilt bei denen wenig Nachschub. So, das heißt, den stellen wir auf 2. Als die Panzer nochmal rumdrehen, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da ein paar eine Einsatzgruppe für haben. Das hier hinten, die im Grunde genommen. Guards, Mechanized, Medium Zoo, schwere Panzer. Genau, und das sind unsere Gruppen, die das machen, Anti-Tanks. Dann können wir dann auch mal gucken, ob die das können daher. Das von letzter Woche war ja aus, jetzt machen die keinen Blödsinn mehr, wie ich hoffe. Sieht auf jeden Fall gut aus, also der bleibt da einsatzbereit. 30.000 Tonnen hat der bekommen. Okay. Und dann 28.000 Tonnen rausgefahren. Keine Ahnung, was da oben los war. Es ist irgendwie komisch gewesen. Die laden auf jeden Fall auf und erholen sich noch. Auch die Vorräte kann man auf 150% hochbringen. Munition ist kampfrelevant, aber es ist trotzdem schön, wenn man alles 150% hat, weil es an der Front fehlt, da muss nicht nachgetragen werden. So, da unten gibt es noch einen Trupp. Ja, ich muss das gerade immer umbauen. So, hier wieder ein bisschen umgebaut, ein bisschen vorgerückt. Also, das ist der Boden, den wir diese Woche gut gemacht haben hier vorne. Nächste Woche sind wir vielleicht an der Grenze dran, vielleicht auch erst in 2 Wochen. Das kommt darauf an, ob die nochmal zurückgeht. Den Balk der Armee, die werden immer nächste Woche dann hinter diese, ne, was neu, frisch erobert ist, also was dann schon umgewandelt ist, eintreten, ne, um die Verluste und die Erschöpfung gering zu halten. Dann ist man länger einsatzbereit. Aber ja, die nächsten Kämpfe kommen erst, wenn die Wehrmacht halt, ne, aufhört sich zurückzuziehen und wir aufholen können. Zurücklaufen sie immer schneller. Wahrscheinlich wollen die ihre Panzer reinforcen. Da muss man jetzt ein bisschen auch aufpassen. Das könnte wieder die Gefahr sein. Der mag das ja ganz gerne da unten und die haben ja keinen Bock, Berlin zu verteidigen anscheinend. Dass wenn ich jetzt hier einfach durchgehe, die erschöpft sind und ich hier vorne irgendwann erschöpft ankomme, dass die Panzer wieder rausrollen und wieder versuchen, einen Kessel zu machen. Ja, das macht er ja ganz gerne. Ich will den Kessel schon, dass sie das wieder versuchen. Ne? Das, die lenkt die Panzer wieder hardcore ab. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass meine Fahrzeuge bis dann vorbereitet sind. Und ich habe zwar jetzt hier unten eine kleine Panzergruppe stehen, die sich gerade vorbereitet, aber ne, 81 Panzer, das dauert sehr lange, bis sie wieder da sind. Hier sind ein paar hundert mehr. Die sind auch fast einsatzbereit mit 230 der Stück, aber ne, das braucht ein bisschen mehr. Hier vorne zum Beispiel die Panzergruppe, die erholt sich immer noch vom letzten Mal. Ja, die müssen wir weiter aussortieren, also die werde ich sogar jetzt sogar zurückfahren noch. Genau, die rollen da jetzt raus. Kann ich, glaube ich, hier nicht wegtun, ne? Doch, runter geht's sogar, nice. Also da bin ich die ganze Zeit am Umbauen. Genau, jetzt gucken wir nochmal in die Reserve rein, was wir da kriegen können. Da. Genau, also eigentlich interessieren mich nur die Panzer. Der Rest ist mir völlig wurscht, hätte ich gesagt. Und falls es Mechanized gibt, vielleicht noch. Genau, und dann die Tankbrigaden, die können wir auflösen. Also das können wir vielleicht nochmal gerade machen. Also die haben unendlich viele Brigaden. Ich vermute mal, die werden mit der Reserve dahin gepackt oder so, aber die können weg. Also unendlich viele von denen im Feld. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay, so, das sind die relevanten Dinger. Sind alle auf Refit mit Priorität. Das kann man jetzt vielleicht erstmal lassen, dass die einfach voll werden. Man sieht hier auch den Toe, ne? Die wurden halt hart angeschlagen. Wahrscheinlich ist das mit der Fatigue immer noch die relevantere Zahl. Also die nächsten, die einsatzbereit sind, sagen wir so, die müssen ja eh eine Pause machen. Also und da machen wir die einsatzbereit sind, zuerst Priorität einräumen. Hier unten die beiden vor allem, dass die ihr Zeug kriegen, weil die ja schon erholt sind, ne? Und da würde ich hier ganz gerne kampfbereit machen. Separate Tank Regiment, die werden natürlich aufgelöst, wo es gleich sowas auch noch gibt. Hier haben wir irgend so eine Rückzugseinheit dabei.
Genau, also 1500 Panzer sind es derzeit und ungefähr 50% Mannstärke, ganz grob geschätzt. Schön, wenn da ein Durchschnitt stehen würde. Also die sind auf jeden Fall noch beschäftigt, sich zu erholen von der Panzerschlacht. Die Deutschen, wie gesagt, auch, und die machen es gerade im Feld, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe die Panzer ja noch gesehen. Hatten natürlich auch weniger Verluste, sind ja deutsche Panzer, obwohl die im Winter hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter gefahren sind. Also wer weiß, was da noch kaputt ist. In jedem Fall, das ist unser Panzerstand und ich versuchte halt mit Priorität, ne, das zu machen. Den einen hier vielleicht noch. Ja, und dann schauen wir mal, was sie hinbekommen. Was kann man eigentlich da machen? Das ist ja diese Liste da, ne? Genau. Das wäre also die Reserve. Da holen wir diese Woche noch nichts rein. Ja, wie gesagt, die Gegenoffensive, also wenn die nochmal kommen, ne, klar, die haben jetzt eine riesen Fläche, die müssen warten, bis ich näher komme. Und dann wäre ich erschöpft, ne? Dann ist die Linie vielleicht auch nicht eine Linie und so weiter. Und dann würden die wieder zuschlagen. Und das werden wir halt nicht machen. Also, ich lasse nächste Woche einfach die Kavallerie einmal querreiten, dann gehen die Infanterie eine Linie bilden, bis halt die Panzer kommen. Bevor ich da, also, ich gehe das auf jeden Fall erobern, aber nicht mit der großen Armee, das zu riskieren, solange die Panzer nicht dabei sind. Die Frage ist halt, ob ich die näher an die Front bringen will. Die brauchen halt auch noch Pause, ne? Wenn deutschen Panzer nicht anders aussehen. Und sonst nochmal die Frage, wo die umbauen wollen. Ich meine, die haben die Heavy-Panzer. Hier ist nochmal ein Mechanized, den wir vielleicht austauschen können. Und da auch nochmal ein Heavy-Tank rein. Und das sind unsere Panzerknacker, die mechanisierten sozusagen. In den Dings habe ich auch schon reingepackt. Ja, den Rest ist wahrscheinlich abwarten. Abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Wie sieht das aus mit den eroberten Depots, also den Zügen? Da könnten wir vielleicht beschleunigen. Also erstmal geben wir nochmal eine Luftabwehr, so eine billige hier. Sind schon die Städten teilweise. Muss man aufpassen, dass man die falsche anklickt. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal reinbomben, aber ich will kein Risiko eingehen. Und dann geben wir noch Pioniere, damit das hier auch wirklich geregelt wird, damit die Schienen schneller hochgehen. Klauen wir das der Brianz einfach, die brauchen die sowieso nicht so viel. Irgendein. Am Schluss ist ja auch egal. Genau, ich glaube, 5 können wir maximal reinpacken, dann machen wir das auch. Selbst wenn das dann gebombt wird, habe ich genug da vor Ort, dass sie das reparieren. Habe ich gerade eine Stadt angeklickt und deswegen einen Punkt verloren? Ich hoffe nicht. Egal, das wird auf jeden Fall dann pronto repariert. Hier ist ein 20er. Der Nuller ist relativ neu. Den Neuner, da haben wir ja auch schon was hingepackt, ne? Genau. Die reparieren da fleißig dran. Kann schon mal ein Depot bauen. Ich frage, ob sie halt vorrücken dann. Reinpacken kann man es wohl noch nicht diese Woche. Aber ich war schon mal Depots da draufstellen. Die gehen da ja schneller an solchen Orten. Genau, da haben wir ein Depot. Der war? Ja. Genau, ansonsten können wir da auch nochmal Depots hochziehen. Dass wir einfach das Netz mal langsam hier nutzen. An der Kreuzung. Geht nicht. Gut. Steht auf jeden Fall. Wird alles gebaut. Okay. Ja, und da oben brauchen wir ja keinen Nachschub. Ja. Das war es im Grunde genommen diese Woche wieder. Halt, wenn der Gegner einen Massenrückzug macht, ne, kann man halt nicht viel kämpfen. So. Partisanen und der Final Push wieder. Okay. Sonst Panzerchen. Panzertruppe der Deutschen hat sich wieder reduziert. Die hatten letzte Woche 200 Panzer mehr. Das war vielleicht die Bewegung mit der gesamten Panzerarmee da unten halt, ne? Da gehen ja Schrott im Winter. Und da hat die sich ein bisschen geschrumpft. Das ist natürlich, da lacht das Herz, wenn man das sieht. Verluste diese Woche. Die Deutschen haben ein bisschen mehr verloren. Ne, wir haben ein bisschen mehr verloren als die Deutschen an Panzern. Sonst Manpower ist bei den Deutschen inzwischen jede Woche mehr, wenn es auch nur klein mehr ist. Also man sieht ja, weil die Ergebnisse, die Dread da oben macht, das ist halt für die Deutschen katastrophal. Flugzeuge, ein Transportflieger. Ja, die haben ja bei uns unten über 300 eingebüßt. Ne? Sie fragen, ob die noch eine Lufttransportarmee haben. Ein paar sind sicher noch über, aber nicht so viel. Bei den Deutschen gibt es keine Fighter. Ne? Die sind alle klassifiziert als irgendwie Fighter, Bomber oder Night Fighter oder so ein Zeugs. Also richtige Fighter haben die Deutschen anscheinend gar nicht mehr, schon die ganze Zeit nicht. Also keine Ahnung, wie das Spiel das klassifiziert, das Ganze. Manpower, ja, es wird halt hart reinforced. Können wir aber immer noch, ne, Sachen auflösen, ist für uns kein Problem. Ja, Panzerbestände sind, glaube ich, extrem gut. Extrem gut, also
Da wird sich auch lange kein Engpass ergeben, würde ich mal vermuten. Und da verteile ich auch ganz gerne weiter Panzer an die Infanterie überall, weil die dann weniger Manpower-Verluste haben, gefühlt zumindest. Wie weit sind denn die neuen Su-Regimenter, die ich ausgehoben habe letzte Woche? Brigaden waren das, oder? Ich könnte meinen, das waren Brigaden, die Leitbrigaden, die hier genau. Also in einer Woche machen die 69%, das heißt nächste Woche wären die im Prinzip einsatzbereit. Moral ist bei denen sehr hoch, Experience geht so. Aber die kann man dann nächste Woche ins Feld holen, dann können wir die aufstellen. Ne? Dreimal so groß wie die normale sind die. Und dann ist natürlich die Frage, was eine Su-76M macht. Also ich glaube, dass wir damit Panzer auch knacken können, zumindest kleinere Modelle. Ich bin mal gespannt. Nächste Woche können wir die auf jeden Fall ins Feld führen. Was gibt's Neues im Supermarkt? Die Haubitzerbrigade habe ich eben schon ein paar Mal gesehen. Das sind wirklich eine ganze Menge Artilleriegeschütze. Vielleicht gar nicht so schlecht. Das sind nur 122 mm. Also nur. Division hat ein bisschen mehr. Kennenbrigade. Ist auch 122 mm, aber nur 36. Ne? Also die Haubitzerbrigade scheint mir viel größer zu sein. Ist die Frage, ob das eine bessere Artillerie ist. Das ist im Spiel so unglaublich schwer zu bestimmen. Also Regimenter müssen wir euch mal austauschen. Genau, hier habe ich ja immer wieder versucht, ne, umzubauen. Das ist immer ein tricky Ding. Ja, achso. War da noch irgendwas Neues? Nee, ne? Das sind die Dinger, die habe ich jetzt gebaut auf Maximum. Hier ist die Frage, wie viel man von denen noch bauen will. Heavy SU-Regiment. Könnte man noch eins ausheben. Für die Construction ist, glaube ich, alles identisch. Das ist völlig wurscht. Mountain Mortar Regiment. Heavy Rocket Brigade. Punkte gekostet, aber ja, bringen wir mal ein paar rein. Also Supportzeugs haben wir genug. Wir müssen halt immer wieder mal das Alte wahrscheinlich rausmüllen. Kann ich nochmal gerade gucken. Typ, Size, HQ. Stafka. Ich gucke mal, dass ich das Alte wieder raushole. Also im Grunde genommen sind das Regimenter und Bataillone, die man immer mal gucken muss. Ja, und jetzt kann man wieder nur schwer aussortieren, ne? Motorreit, okay. Size. Es wird wieder jetzt tricky, wie man das am besten macht, ne? Wenn man die aussortieren will. Typ. Die Panzer raus. AA wird jetzt erstmal gar nicht mehr. Das sind wieder AA-Regimenter, ne? Die will ich rausnehmen, wenn es irgend geht. Kann ich drin bleiben? Diese Construction, ich weiß ja nicht, da können wir eh nicht die größeren bauen. Ne? Also die nehmen wir auch mal raus. Security, ich glaube auch nicht, dass wir die wirklich benutzen. Diese SP-Guns auf jeden Fall rausnehmen. Die benutzen wir jetzt wirklich. Ja. Was sind wir, diese Infanterie? Da sind dann die ganzen Skifahrern so bei, aber da können wir Brigaden von ausnehmen, die sollten also auch raus. Genau, jetzt haben wir hier natürlich wieder diese Regimentgeschichte, weil die Army Artillery Regiment, die wollten wir ja behalten, haben wir gesagt, ne? Das heißt, die müsste ich jetzt irgendwie aus dem Filter rausnehmen. Das ist so ein Excel-Spielchen hier. Ich könnte die auf 1284 machen, größer und kleiner als. Nee, das ist auch doof. Nee, das funktioniert leider nicht. Ich lasse die dann als Eifer da drin. Das jetzt aussortieren wir, glaube ich, richtig bitchy. Aber diese Skibataillone, die können auf jeden Fall raus. Dann machen wir das zumindest. Falscher Knopf. Ah! Infanterie. So, genau. Die Skibataillone können nämlich weg, weil wir schon Brigaden davon haben können. Das würde ich zumindest ein bisschen aussortieren. Und wieder ein bisschen Manpower im Pool dann. So, derle, das war diese Woche. Das war wieder sehr kurz, war nichts zu tun. Gucken wir noch einen Wetterbericht und dann sind wir durch. Genau, der Regen kommt jetzt von allen Seiten an. Also, das heißt, wir haben bald die Matschperiode. Was natürlich mein Vorrücken hier, ne, nicht so optimal macht.
Vielleicht war das auch der Plan der Deutschen. Die haben einen schlechteren Wetterbericht als wir. Von daher müssten die sehr viel härter dann geraten haben. Aber das macht natürlich das jetzt hier, ne, super unpraktisch mit dem Vorrücken. Also nächste Woche wahrscheinlich noch nicht, aber übernächste Woche oder die Woche danach können schon Matsch liegen. Also große Operationen in den nächsten 2, 3 Monate wahrscheinlich ja nicht zu erwarten. Ja, langsam nach vorne, Schiene ausbauen, Depots füllen. Mehr ist das wahrscheinlich nicht. Ich kann mal gucken, ob ich die Dinger jetzt mal langsam hier auflöse. Nicht, dass das Spiel da irgendwelche Macken hat mit dem Reinforcen oder so, weil ich glaube, die werden wir nie wieder benutzen. Das war die ursprüngliche Verteidigungslinie. Man glaubt es kaum, so weit hinten ist die, ne? Es gibt auf jeden Fall ein Limit von 50, dass man nur 50 von denen gleichzeitig auf der Map haben kann, aber ich glaube nicht, dass wir die nochmal benutzen. Man könnte sie vielleicht auch da stehen lassen, aber vielleicht versorgt halt das dumme Spiel die irgendwie und vielleicht hilft das ja der Logistik irgendwie. Dem Spiel traue ich halt alles zu, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, da unten müssen wir eigentlich auch nicht auflassen. Wenn wirklich jemand durchbricht, haben wir genug Zeit, um nochmal einen hochzuziehen. Wie viele Männer sind denn da drin? 5000 in so einem Ding. Na, immerhin, wenn man 10 auflöst, ne? Dann sind es auch 10.000 Mann. Da ist ein Ingenieur drin. Urlaub ist vorbei. Ihr könnt jetzt an die Front kommen. Da fährt keiner mehr durch. Jo, das war der Abschnitt. Da hinten ist der Schnee auch schon weg. Da regnet es, ne? Und dann wird das auch ein bisschen matschig, leibmatt. Und der arbeitet sich halt jetzt vor, der Regen, vermute ich mal. Juten mal gucken nochmal. Ja, da stehen sie aber noch. Einfach mal so ein Healthy-Attack machen. Klatsch. Genau, zweiter Mann verloren. Vierer Festung, 8000 Mann, Fortified Kavallerie. Aber es hat sich für den Luftkampf gelohnt, ne? Wie sind die denn gestorben, die neuen Bomber? Ah, ups. So. Ich will nicht, dass er irgendwann leer ist, ne? Und ich dann, dass ich reingegangen bin. Flughäfen wäre aber noch eine Idee. Dreads dachte immer, er hat so wenig Flughäfen bei mir. Und da ist ein dicker Flughafen. Wie gesagt, ich erwarte eigentlich keine großen Kämpfe. Man erobert ja auch Flughäfen noch ein Stück weit. Aber ich kann die ja einfach bauen, die Dinger. Die kosten ja nichts. Also Nachschub und Pioniere. Und das haben wir ja eigentlich alles. Da kann man es noch nicht bauen. Da schon Flughafen. Also ein so normaler Flugplatz sind 100 Flugzeuge. Sieht zwar dann hässlich aus, aber ich packe die jetzt einfach dahin. Ich weiß auch nicht, wie viel Nachschub das wirklich kostet, aber Bau kostet immer irgendwie. Auch schon groß. Okay. Kann man auch expanden. Also wahrscheinlich ist das völlig umsonst. Aber wenn wir eins haben, sind Spaten. Das sind Spaten. So, ich bin weg. Ciao, ciao.